Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Guten Morgen am Donnerstag, dem 26. Jänner. Guten Morgen beim Geek Talk Daily. Ich habe heute wieder 9 Technik-News für euch vorbereitet. Zuerst geht's wieder ein bisschen um Samsung, dann um LG, dann gibt's ein paar News zum Thema Google und Microsoft, ehe wir wieder bei Donald Trump landen. Dann gibt's auch ein Problem mit Dropbox und wir landen am Ende wieder bei Apple. Wir beginnen bei Samsung. Die kommen leider aus der Kritik aktuell nicht raus. Zwar haben sie die Woche aufgeklärt, was mit den Batterien beim letzten Note-Modell der Fall, also das Problem war. Auf der anderen Seite gab es ja dann noch die Info, dass sich das S8 ein bisschen verschieben wird, weil man auf die Qualität achten möchte. Und jetzt gibt es wieder ein paar Probleme mit der Qualität, die betreffen das Galaxy S7 Edge. Angeblich häufen sich da gerade Berichte und Fehler, die die Pink Line of Death betreffen, also die pinke Linie des Todes wörtlich übersetzt. Bei manchen S7-Modellen soll der Fall auftreten, dass quasi über dem Bildschirm eine pinke Linie kommt, wo quasi die Farben oder das Display nicht mehr aktualisiert werden. Ein unschöner Fehler, angeblich gibt es relativ viele Benutzer, die darüber berichten. Wirklich eine Lösung dafür gibt es nicht. Da gibt es da so ein paar Workarounds, die in der Community diskutiert werden. Einerseits irgendwie Farben resetten, andererseits leichten Druck auf das Display auslösen, wo diese Stelle ist. Eine wirkliche Lösung ist es aber trotzdem nicht. Samsung hat noch keine Stellung dazu bezogen. Wobei die Fälle sich eindeutig in den diversen Diskussionsforen sehr häufen. Wir dürfen gespannt sein, wie Samsung auf das dann tatsächlich auch reagieren wird. Wir bleiben bei Smartphone-Herstellern, kommen aber zu LG, ein deutlich kleinerer Smartphone-Hersteller, und die haben heute ihre Quartalszahlen bekannt gegeben. Und die waren leider eher bescheiden. Im Endeffekt verlor LG im letzten Quartal 2016 224 Millionen Dollar. Schuld daran sind vor allem zwei Sparten. Einerseits ihre Automobilsparte, die sie haben. Da sind es aber nur 12 Millionen Dollar Verlust. Da hofft man auch darauf, dass es besser wird. Immerhin baut LG jetzt gemeinsam mit Chevrolet den Chevy Bolt. Auf der anderen Seite verlieren sie aber ganz, ganz stark bei den Smartphones. Und da waren es 400 Millionen, die sie verloren haben. Das ist natürlich eine riesengroße Menge. Auf der einen Seite das V20 hat sich angeblich relativ gut verkauft. Sie haben dann im Nachhinein nach der Pressekonferenz auch noch Zahlen veröffentlicht. Aber wie wir leider alle wissen, das LG G5, ihr vorjähriges Top-Modell quasi, war leider nicht wirklich ein Kassenschlager, auch diese LG Friends Mod. Damit dürfte man relativ viel Geld versenkt haben. Dementsprechend, ja, bleibt abzuwarten, wie LG hier reagiert. Bei 400 Millionen Dollar Verlust pro Quartal nur durch die Smartphone-Sparte wird man sich da auf jeden Fall etwas überlegen müssen. Das G6, das jetzt im Rahmen der MWC kommen soll, fraglich, ob es das retten wird. Wir kommen zu Google. Das Datum der Google I.O. ist bekannt. Die findet von 17. bis 19. Mai statt. Und sie wird wieder in Mountain View direkt, also bei Google stattfinden, wieder quasi unter offenem Himmel, nämlich in dem eigenen Shoreline Amphitheater. Ja, nähere Infos gibt es dazu noch nicht, aber zumindest ein Datum und eine Einladung gibt es schon mal. Noch eine News rund um Google und die Chromebooks. Die Chromebooks sind ja vor allem im Bildungssektor sehr beliebt, das haben wir auch mehrere Male schon im Geek Talk besprochen. Und da gibt es zwei neue Geräte von Acer und von Asus mit Stylus Support, die quasi mehr oder minder exklusiv nur für den Bildungsbereich erscheinen werden, um dort entsprechend die Verkäufe weiter zu pushen. Wir gehen damit aber auch gleich über zu Microsoft. Die wollen sich da offensichtlich nicht die Butter vom Boden nehmen lassen, beziehungsweise auf Google aufholen, da eben die Chromebooks sehr beliebt sind. Die bieten jetzt eigene Notebooks an, die auch sehr, sehr, sehr günstig sind. Ein neues Gerät mit dem Namen K12 soll auf den Markt kommen. Ja, das beginnt bei $190, dementsprechend schon ein sehr günstiges Gerät. Vielleicht greifen dann doch wieder mehr Leute zu Windows-Notebooks und vielleicht kriegt Google damit tatsächlich einen ernstzunehmenden Konkurrenten. Wir bleiben kurz bei Microsoft, gehen aber über in die Kaffee-Ecke. Microsoft-CEO Satya Nadella wird in Zukunft im Starbucks-Leadersboard sitzen, also quasi in den Vorstand auch von Starbucks vertreten sein. Dass große Firmen-CEOs das machen, ist durchaus ja nicht unüblich in Amerika, sage ich mal. Zum Beispiel sitzt Tim Cook ja auch bei Nike mit dem Leadersboard, eben CEO Nadella wird das jetzt dann auch bei Starbucks machen. Da sind noch einige andere bekannte Namen drin, zum Beispiel sitzt dort auch Jorgen Wick Kunstrop. Ich hoffe, der Name ist richtig ausgesprochen, wahrscheinlich nicht. Der ist zum Beispiel der Executive Chairman von Lego. Wir bleiben in den USA, gehen aber zum neuen Präsidenten. Donald Trump hat jetzt einigen Behörden Öffentlichkeitsarbeit im Sinne von Umgang auf Social Media quasi verboten. Das dürfte die Folge eines etwas peinlichen Fehlers, also Fehler ist eigentlich keiner, aber einer etwas peinlichen News gewesen sein. Das Innenministerium hat Bilder veröffentlicht von dem Inauguration Day von Trump und die verglichen mit der Inauguration von Obama damals. Und da sieht man, dass deutlich wesentlich weniger Leute bei Trumps Amtsanführung waren, was dem Präsidenten, dem Eitlen, offensichtlich nicht geschmeckt hat. Dementsprechend hat er jetzt einigen Ministerien
unter anderem eben das Innenministerium, aber auch zum Beispiel das Umweltschutzministerium und die Landwirtschaftsministerium, das Gesundheitsministerium, all diesen hat er verboten, irgendwie auf Social Medien irgendwie großartig unterwegs zu sein. Ja, dürfen gespannt bleiben, ob sie sich das gefallen lassen. Wahrscheinlich müssen sie es. Trotzdem spricht es natürlich wieder mal sehr für den neuen amerikanischen Präsidenten. Bei Dropbox gab es einen interessanten Fehler, der sehr, sehr viele Nutzer sehr, sehr enttönt hat. Dropbox verspricht den Nutzern eigentlich, dass gelöschte Daten nach spätestens 60 Tagen tatsächlich auch von ihrem Server verschwinden und dann gelöscht sind. Wie sich jetzt herausstellte, dürfte das offensichtlich nicht sein. Ein Mitarbeiter der Firma meinte, das liegt an einem Metadatenproblem. Fakt ist aber, dass bei einigen Nutzern, auch bei mir übrigens, Daten aufgetaucht sind, wie in Dropbox, die schon seit Jahren gelöscht waren. Der extremste Fall geht zurück auf das Jahr 2009, wo ein Nutzer davon berichtet im Dropbox-Forum, dass quasi ja Daten aus dem Jahr 2009 plötzlich wieder da waren. Dementsprechend, ja, laut Datenschutzrichtlinien ist das zwar alles mehr oder minder erlaubt oder okay, das ist eine Rechtsverletzung, liegt insofern keine vor, aber natürlich verspielt Dropbox damit das Vertrauen, wenn sie an und für sich angekündigt haben, dass das gelöscht wird. Wir kommen zum Abschluss zu einer kleinen Apple-News. Gestern wurden ja die neuen Betas veröffentlicht und mit iOS 10.3 wird es offensichtlich auch ein neues, anderes, spannendes Feature geben, das vor allem viele Entwickler ja schon lange, lange Zeit wollten. Im App Store wird es in Zukunft möglich sein, nicht nur unter iOS, sondern auch unter macOS, auf Bewertungen, die Kunden hinterlassen, als Entwickler zu reagieren. Dementsprechend, ja, durchaus spannendes Feature. Man wird gespannt sein, wie sie es tatsächlich integrieren. Grundsätzlich aber eine gute Idee. Endlich können Entwickler dann auch quasi Bezug auf das Ganze nehmen. Das wird alles in iTunes direkt passieren. Apple will keine Daten weitergeben, das heißt, die Daten bleiben gewahrt. Aber der Entwickler kann zumindest auf ja, Vorwürfe, Kritik, wie auch immer, Stellung nehmen. Ist ja durchaus eine gute Sache. Zuletzt darf ich euch nochmal auf die Umfrage des GeekTalk Daily hinweisen. Unter daily.geektalk.ch/Umfrage findet ihr eine Umfrage zu unserem neuen Format. Wir würden gerne lernen, wir würden dieses Format gerne noch besser machen, nicht für uns, sondern vor allem für euch. Dementsprechend bitte ich euch, geht auf diese Seite, füllt die Umfrage aus, ihr helft uns damit, es dauert ungefähr eine Minute. Wir wollen auch keine Daten von euch, also okay, bitte nur mal kurz vorbeischauen. Und ja, mit der Bitte entlasse ich euch in euren Tag und wünsche euch einen ebensolchen guten. Bis bald, ciao. Hört mehr Geek Talk.